Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minimetro Dailies, also täglichen Sachen. Wir haben 1124 Fahrgäste, ist relativ okay. Könnte man schaffen, müssen wir gucken, ne? Wenn wir mal gucken, was wir schaffen können, dann wollen wir mal loslegen, ne? Bin mal gespannt, was wir erreichen können, was machbar wäre. Ein paar Fahrgäste wollen wir natürlich transportieren. Auch gezählt werden wir wirklich nur die, wenn die wirklich ankommen. Dann machen wir zwei Linien nach da. Kann, glaube ich, nicht verkehrt sein. Jetzt sieht es ganz gut aus, ne? Was ist das da? Keine Ahnung. Ah, okay. Ich war in Punkt. Ein Kreis. Freitag haben wir schon. 24 Passagiere transportiert. Mega gespannt, ob wir das mit den 1124 schaffen können, ne? Werden wir mal sehen insgesamt. Okay, da unten kommt jetzt eins. Ist schon ersichtlich zumindest. Ein Dreieck erscheint da. Ein Dreieck. Wahnsinn. Aber egal. Woche 2. Du hast eine neue Lokomotive für deine Metro erhalten. Perfekt. Entweder noch Waggon oder zwei Tunnel. Scheint viel Wasser zu sein. Ich würde sogar eher die zwei Tunnel gerade erstmal nehmen. Weil momentan scheint es wirklich viel Wasser zu sein hier rundherum. Könnte jetzt natürlich auch ein Fehler sein mit den Tunneln, aber egal. Werden wir sehen. Okay, dann werden wir grün verlängern. Die grüne Linie. Jetzt sieht es ganz gut aus. Na gut, wir haben ja auch gerade erst angefangen, 70 Passagiere knapp. Mal gucken, wie lange das Video wird. In meinem 1124 Passagiere ist jetzt nicht gerade wenig, ne? Werden wir sehen. Immer länger und länger und länger, und hier ist auch schon viel zu tun. Aber gut, die werden jetzt mitgenommen, die Passagiere. Bis auf eins natürlich. So, dann würde ich sagen, wird der Bahnhof verschwinden, die Station.
Was? Die lassen sich nicht mehr ändern? Okay. Oha. Die Info hätte aber auch mal früher kommen können, eigentlich. Das, okay, das ist richtig heftig. Eine neue Lok und einen neuen Waggon. Das ist heftig. Okay. Da müssen wir umso mehr überlegen, wie wir die Linien legen, ne? Das ist richtig heftig. Alter Falter. Okay. Ich weiß nicht, wo lang. Ich pack da nochmal eine Lok drauf. Dann eine Lok drauf. Weil hier wird es auch schon knapp. Da wird es richtig knapp, ne? Also wir brauchen definitiv mehr Kapazität, was das angeht. Das ist ganz, ganz wichtig. Kapazität ohne Ende, ne? Woche ist zumindest gleich vorbei. Wir haben fast 300 Passagiere transportiert, eine neue Lok und eine neue Linie oder einen neuen Waggon. Ich würde sogar eine neue Linie nehmen. Obwohl wir eigentlich Kapazität brauchen, ne? Das ist das Problem immer. Immer das Abwägen, okay, was machen wir lieber? Was wäre sinnvoller und alles, ne? Aber ich habe jetzt gesagt, okay, komm. Ich glaube, eine neue Linie wäre interessanter. Ob es ein Fehler war, werden wir sehen, ne? Als nächstes brauchen wir definitiv... Definitiv mehr Kapazität. Es geht gar nicht anders. Ein Grün hat Probleme hinten rechts. Also hier auf der Seite. Blau sieht gerade hier gut aus. Grün wird länger, Dreiecke, Kreuze. Okay. Hier wird es eng. Aber der große Zug kommt ja gleich. Thank you.
Ach du Schande. Ach, die kann man noch nicht. Ah, oh, oha. Okay. Eine neue Lok und ein Waggon, definitiv. Machen wir es so. So, dann machen wir hier einen Waggon hinten, ein Dings hin. Hier haben wir Probleme. Ach, nee, jetzt nicht da auch noch, ne? Errungenschaft freigeschaltet. Ne, wieder eine neue Errungenschaft. Mega nice. Hier haben wir gerade Probleme, aber sowas von Probleme. Oha. Dass wir auch keine Linie hier nochmal irgendwie was hinzufügen können oder sowas. Alter Falter. Oh, hallo. Schneller, schneller, schneller. Fahren wir damit da lang und damit nach hier unten. Andere Möglichkeit haben wir gerade nicht. Wir brauchen definitiv Kapazität, ne? Das ist echt wichtig. Das ist so, so wichtig. Hier haben wir gerade massiv Probleme. Hier haben wir einen roten Waggon. Okay, der ist voll. Okay, das war's. Ah, verdammt. 66 Fahrgäste haben wir geschafft. Egal. Wir haben es versucht. Die Info, dass die Linien nicht mehr änderbar sind, kam meiner Meinung nach zu spät. Ich habe es nicht gesehen. Das wäre möglich. Ansonsten haben wir, wie gesagt, 66 Fahrgäste transportiert innerhalb von 34 Tagen. Na gut, Leute. Damit danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sind Platz 62 aktuell für den heutigen Tag. Mal gucken, ob sich das irgendwie zu morgen noch ändert oder so. Werden wir sehen, wo wir dann morgen liegen. Ansonsten danke ich euch natürlich fürs Zuschauen und sage einmal in dem Sinne bis dahin Servus und Tschüss.